Hallihallo ihr Lieben, mein Name ist Coco und ich habe heute anlässlich des tollen Osterüberraschungsgewinnspiels, was wir auf YouTube haben, ein Video für euch, in dem ich nicht nur eine coole Überraschung für euch habe, sondern euch auch noch ein tolles DIY zeige, wie ihr Konfetti-Lacke selber machen könnt. Bevor wir mit dem Konfetti-Lack DIY starten, möchte ich euch ganz kurz erklären, wie dieses super coole Ostersuch-Gewinnspiel funktioniert. Ich habe mich mit zusammen insgesamt noch 9 anderen YouTuberinnen zusammengetan und wir haben in unseren Videos verschiedene Eier versteckt. Was müsst ihr tun? Folgt einfach den Hinweisen, schaut euch alle 10 Videos an und zählt, wie viele Eier in den Videos versteckt sind. Ganz wichtig, dieses Ei, was ich füllen werde, zählt ihr bitte nicht mit. Konfetti-Lacke, so wie ich sie euch jetzt zum Beispiel hier einblende, sind zurzeit sehr, sehr groß im Kommen. Wenn ihr solche noch nicht zu Hause habt oder vielleicht gerade nicht das nötige Kleingeld habt, um den ein oder anderen Lack zu kaufen, dann zeige ich euch heute, wie ihr das vielleicht mit schon vorhandenen Lacken aus eurer Sammlung selber machen könnt. Das ist der Konfetti-Lack, den ich heute mit euch machen will und der ist einfacher herzustellen, als ihr vielleicht glaubt. Ihr müsst nichts zusammenpanschen, es ist letztendlich eine Art Nageldesign. Ich habe mich für ein Pastellblau von W7 entschieden und damit lackiert ihr einfach 1 bis 2 Schichten auf euren Nagel. Nicht wundern, als nächstes braucht ihr einen Glitterlack. Euch auf die Nägel, sodass das sehr schön verteilt ist. Ich habe festgestellt, wenn ihr so tupft anstatt streicht, dann könnt ihr es sehr schön gleichmäßig verteilen. So sieht das Ganze dann aus. Ist jetzt noch nicht die Optik, wo wir hinwollen, deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Das Geheimnis der Konfetti-Lack-Optik ist nämlich ein semi-transparenter, milchig-weißer Lack, den ihr dann einfach über den Glitterlack malt. Wichtig ist eben, dass er semi-transparent ist und dass ihr wirklich nur ganz, ganz wenig nehmt. Am besten streift ihr den Pinsel von beiden Seiten ab und lackiert dann über euren Glitterlack drüber. Und da seht ihr schon, wie sich der Glitter verändert, matt wird und eben diese Konfetti-Optik bekommt. Optik passt wunderbar zum Frühjahr und jetzt geht es noch um das Ei. Ich gebe euch ein Ei im Ei, 2 Ringe aus meinem persönlichen Besitz, ein paar falsche Wimpern, ein Lidschatten und eine bunte Tasche mit Konfettimuster. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Eier gefunden, habt euch die Zahlen notiert und damit ihr in dem kleinen Oster-YouTube-Such-Gewinnspiel weitermachen könnt, solltet ihr unbedingt das Video von der Kim aussuchen, It's Kim Lian. Die hat euch nicht nur gezeigt, wie man ganz tolles Nutella-Eis machen kann, sondern eben auch die Eier versteckt. Und morgen könnt ihr dann das Video von der Reni aka XKRenina sehen, die natürlich auch sehr, sehr viele Eier für euch versteckt hat und natürlich ein tolles Video gemacht hat. In diesem Sinne könnt ihr mich natürlich auch noch sehr gerne abonnieren. Ich freue mich über einen Daumen hoch und sage jetzt schon erstmal frohe Ostern. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Make-up-Mittwoch. Eure Coco.